So, ich habe den Herrn Hoxton gerade überfordert. Und zwar machen wir jetzt die nächste Schatzsuche, die in 2435 Metern ist. Also, guck mal hier, da, den machen wir jetzt gleich, die Schatzsuche. Die da? Flüssige Courage. Genau, und wenn ihr mal hier seht, da ist Flugabwehr. Ja, ich habe schon, die Leute sehen das hier. Ich werde sie jetzt mal da rumleiten. Ich mache mal Folgendes. Sie sehen doch immer... ich sehe die Straßen und ich sehe Ich sehe doch, wenn ich was markiere, das sehen Sie doch, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier markiere, das sehen Sie doch, ne? So, da in diese Richtung fliegen Sie jetzt. Okay, wenn wir das mal machen. Weil dann kann ich... ist besser, ich mache das Problem ist, ich kann nicht direkt fliegen. Ich muss immer drumherum fliegen. Und was noch schlimmer ist, jetzt habe ich gerade Esperanza, das Waisenhaus und jetzt wird mir die... So, jetzt wird mir die Flugdienst angezeigt. Also los. Wir müssen mal auf der Karte bleiben, wir können uns das nicht angucken, weil wir haben keinen Bock abgeschossen zu werden. Also ich zumindest habe da keine Lust zu. Meine Kollegin sieht das vielleicht ein bisschen anders, aber ich möchte da nicht unbedingt abgeschossen werden. Das ist nicht so notwendig. So, haben wir einen Punkt erreicht? Wie, schon? Ja. Ich sehe nicht, wie du fliegst, ne? Okay. Ich sehe das einfach nicht. Okay. So, der nächste Punkt wäre hier. Ich sehe nicht, dass wir fliegen. Du kannst den Punkt gar nicht erreicht haben. Schon. Doch. Also, okay. Okay, wir gehen nochmal auf die Karte gucken. Ah ja. Genau, da fliegen sie jetzt lang. Genau, sie machen das richtig. Schön weiten Bogen. Weil die Flugabwehr, die müssen wir auch noch wegmachen. Wie gesagt, habe ich hier einen tierischen Keks. Obwohl wir da schon... Nee, kann ich jetzt schon links einschwenken? Ich kann das... Ich weiß es nicht. Nein, ich sehe nämlich die Bewegung nicht, wie du fliegst. Ja, doch, ich kann links einspringen. Du kannst ja immer zwischendurch mal auf die Karte gucken, dann siehst du es ja. Kannst du einschwenken? Okay. Du musst mir aber sagen, wenn du den Punkt erreicht hast, ne? Obwohl, jetzt ist ja, glaube ich, nicht mehr viel. Oder? Jetzt kann ich, glaube ich, direkt auf das Endziel. Ein Punkt kommt noch, ein Punkt kommt noch. Pass auf, ich markiere dir einfach, wo bist du denn jetzt ungefähr? Ich habe jetzt den Punkt erreicht. Du hast jetzt den Punkt erreicht? Ja. Ich markiere den nächsten Punkt. Ja. Wir gehen eigentlich mal raus. Kann ich jetzt direkt auf das Wir gehen mal raus und jetzt gehe ich mal wieder rein. Weil ich muss immer raus von der Karte und wieder rein. Und dann sehen wir nämlich, wo wir sind. Genau. Und jetzt kannst du schon, eigentlich geht das. Ja. Kannst du schon direkt anfliegen. Dann brauche ich die Karte nicht mehr einblenden. Da hinten, da seht ihr den großen Turm von Castillo. Da waren wir ja schon drin, ne? Mhm. Aber der Arsch war ja nicht da. Nur der Enkel, oder? Oh. Und das war ja wohl nichts, ne? Wo fliegst du denn lang? Stopp! Flieg da raus! Links! Rechts rum, rechts rum! Rechts rum! Flieg da raus! Die Flugabwehr ist genau da an dem Gebiet. Wenn du mal gehen möchtest. Keine Chance. Ich töte mich gerade hier. Oh, danke. Warum sagst du nicht, dass ich aussteigen soll? Ach, verdammt. Leben sie noch? Oh, mein Partner ist gestorben. Wo ist er denn? Ich stehe hinter ihnen. Ah, okay. Das war doof. Ja, das stimmt allerdings. Aber das haben sie irgendwie drauf, ne? Aber egal, das sind nur 300 Meter. Kommen sie jetzt endlich. Kommen sie. Haben sie keine Angst. Kommen sie jetzt oder bleiben sie da hinten stehen? Komm doch! Miri! Ja, ich habe hier gerade ein kleines wackeliges Problem. Was hast du für ein Problem? Moment! Leute... Was ist denn mit der schon wieder? Was haben sie denn? Ich höre sie doch manchmal nicht, wissen sie doch. Ach so. Ja, so. Können sie jetzt mitkommen? Aber warum haben die mich denn kommen erwischt? Sie jetzt mit? Ja, gut. Weil du ihn, weil da noch, weil genau, wenn du, guck doch mal auf die Karte. Ja, ich habe gesehen, da ist genau eine da daneben. Ist genau die Flugabwehr. Ja. Genau da. Geh doch mal da drauf, dann siehst du warum. Ich habe sie gesehen, ja. Ja, zu spät haben sie sie gesehen.
Also Leute, jetzt seht ihr das. Ja, aber sie sollten mich ja deshalb leiten. Aber sie haben mich doch gemacht. Ja, zu spät. Sie haben gesagt, sie können jetzt direkt drauf zu. Ja, aber dann ist doch später aufgeplöppt. Ja. Da kann ich doch nichts für. Ja, du hättest mir sagen müssen, weg, weg, weg. Du ich habe ich doch gesagt, flieg nach rechts. Ich werde hier gerade angegriffen. Alter. Also Leute, jetzt seht ihr das mal. Jetzt seht ihr endlich mal, ich bin noch auf der Karte. Ne? Und zeige euch das alles, ne? Und Madame rennt schon, die ist schon weg. Ich bin nicht weg, ich bin hier 3 Meter neben dir, du. Du bist 3 Meter neben mir? Ja. Bist du dir da ganz sicher? Ja, glaub schon. Ich bezweifle dann aber, wo du bist. Du warst doch hier neben mir, hallo? Du bist losgerannt. Du bist einfach losgerannt. Ich bin noch auf der Karte. Ja, weil du gerade zu mir gesagt hast, Madame tauscht schön, renn einfach los. Du solltest mich leiten und hast mich nicht geleitet. Bin böse. Okay, ihr habt es bei mir am Video. Ihr seht es bei mir. Und wenn ihr das seht... Geh ich nah, Vorsicht. Ja. Schnall die doch ab einfach. Ja, wenn du... Oder geh hier unten lang. Aber du hast eh Probleme, du Vogel. Und? Das ist ein Vogel, die Olle, ey. So, beide tot. Ja, habt ihr gesehen? Die hat einen Hund abgeknallt. Nein, das war gar kein Hund. Das war ein Hund? Nein, das war ein imaginärer Hund hier. Oh, eine Brauerei ist da. Hier ist doch was für dich. Kriegen sich doch immer gerne ein. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal. Was haben Sie jetzt gesagt? Kommen Sie doch mal her. Hier. Können Sie einen saufen hier. Kommen was Sie mal haben Sie jetzt gesagt? Ja, Sie hauen sich doch mal gerne einen weg. Warten Sie mal, was ist denn hier? Warum ist denn Sie ballern sich doch mal gerne ein, oder nicht? Hallo? Sicher. Ihr ballert, also Leute... Also Alkohol ist eine Droge und da solltet ihr ein bisschen von ablassen. Oh. Oh, warte mal, ich muss mal eben hier... Ja, ich kann auch. Das kommt davon. So. Kann ich auch, ja. Ein ganz schönes Arschloch, ne? Wisst ihr hier rein? Geh doch da rein, Mann. So, ich bin da drin, ne? Ja, und? Was wollen wir hier drin? Was willst du denn hier drin? Ich weiß noch nicht. Irgendwas müssen wir hier drin. Komm weiter hier. Wir gehen mal in die Brauerei. Was halten Sie davon? Ja, hört sich interessant. Mach mal die Waffe weg. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ah, da ist die Kiste. Gehen Sie mal. Ja, warten Sie mal. Ich will mal noch gucken, was hier noch ist. Oh, gucken Sie mal hier. Kader hier ist noch was. Medizine? Hier rein, kommen Sie mal her. Mhm. Hier ist auch noch mal ein bisschen was zum Holen. Mein, was ist denn für ein Gelände hier? Eine Brauerei. Was haben Sie da nicht richtig verstanden? Nein, ich meine, weil das so groß ist. Ich drehe mal hier was ab. Hört Sie auf, da mal abzudrehen. Die macht einfach. War vielleicht nicht so gut. Hier kann ich noch was abdrehen. Aber ich glaube, ich lasse das mal besser, oder? Jetzt ist hier nämlich einmal grün. Ich glaube, das ist glaube ich, die Lösung schon. Wir brauchen Büroschlüssel. Ja, aber Sie müssen ja einfach rumfingern. Ja, kommen Sie, wir gehen noch mal zu einem Zettel und gucken mal. Nee, ich bin noch ein bisschen am Einsammeln. Hier. Ich habe da keine Zeit für Sie. Hier ist was zum Lesen, Leute. Aber das machen wir noch nicht, weil Madame noch nicht da ist. Alter! Wir machen erstmal die Hauptaufgabe, ne? Hier, wir machen jetzt erstmal. Ja, ich sammle noch ein bisschen was ein hier, ne? Ja, ich auch. Weil sie machen ja einfach. Ich mache nicht einfach. Wir haben einfach gemacht. Nein, ich habe nicht einfach. Ich möchte mit Ihnen darüber nicht diskutieren. Sie haben einfach gemacht. Und jetzt ist hier grün. So. Und jetzt kann man hier rein. Und jetzt lesen wir das mal hier. Sie sind eine alte Meldemuschi, wissen Sie das? Eine hingekritzelte Nachricht, das ist jetzt unsere Schatzsuche. An alle Mitarbeiter, betreff Ankündigung von Sofortmaßnahmen. Maria Marquesa verfolgt eine Nulltoleranzpolitik für falsche Jaraner, unbefugte Besucher, Landstreicher und insbesondere Hausbesetzer auf ihrem Grundstück. Der Vorbesitzer dieser Immobilie kann sich auf keinen Fall in den Räumlichkeiten einschließen und eine zivile Reaktion erwarten. Ihnen wird hiermit befohlen, diese Person mit allen erforderlichen Mitteln zu jagen und zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie das Eigentum der Ministerin respektieren und nicht zu viel Schaden anrichten. Ich schlage vor, Sie beginnen Ihre Suche
mit einer Überprüfung der ehemaligen Büros. Denken Sie außerdem daran, alle Wertgegenstände, die möglicherweise beiseite geschafft wurden, zurückzufordern. Fangutes? Auf jeden Fall ein Captain. Ja. Also, Maria übernimmt den Laden. Aber der Besitzer ist hier noch irgendwo. Ich muss ihn finden. Der ist garantiert in seinem Büro. Und wir müssen das Büro finden. Das heißt, ich muss den Druck erhöhen. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Kommen Sie mal hier rein. Ich muss den Druck erhöhen. Kommen Sie mal erstmal hier rein. Wir müssen aber erstmal gucken, dass wir den finden, den Vogel. Ja, aber ich muss den Druck erhöhen. Haben Sie gehört? Ja, das müssen wir als zweites machen. Er hat sich in seinem Büro verschanzt. Das heißt, genau. Ich muss den Druck erhöhen. Wo bist du denn? Ja. Der wird ja in irgendeinem von diesen Büros hier sein. Hallo? Hallo, hier kann ich auch interagieren. Ich kann hier. Moment, ist hier ein Büro? Oh, schön, wir haben das Tor aufgemacht. Toll. Was kann man hier machen? Interagieren. Ja, schön, Sie haben das Tor wieder zugemacht. Also ich mach das Tor wieder auf, ist das okay? Ja. Soll ich mal hier am Rad drehen? Ja, drehen schon die ganze Zeit am Rad. Hier ist was Rotes. Warten Sie mal, ich habe da was gefunden. Au, scheiße. Warten Sie mal, ich habe einen falschen Tipp. Das war, glaube ich, nicht richtig. Hier ist eine Lampe aus. Ich mache nochmal. Ja. Eine Lampe ist wieder angegangen. Ich muss mehr Druck erzeugen, sagt er. Weiß nicht, ob das alles so richtig ist hier. Ja, ich drehe mal hier am letzten Rad. Gucken Sie mal, wo ich bin, Herr Hoxen. Da hätten Sie jetzt nicht herausgefunden, ne? Ich habe die zweite grün geschaltet. Ja, dann schalte ich jetzt hier die dritte grün hier oben. Ja, dann schalten Sie mal grün. Ich bin nämlich über Ihnen. Sehen Sie das? Ja, habe ich schon gesehen. Schalten Sie grün und dann geht das Ding ab wie eine Rakete. Da sag ich doch, alle drei grün. Jetzt kommt die Chefin, oder was? Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber wir werden lecker voll Bier sein. Vielleicht sollten wir mal hier rausgehen. Nein, wir sollten mal den Chef suchen, ne? Ich gehe mal weiter, ja? Ah, komm doch mal her. Ja. Ich glaube, der ist hier drin. Hier unten, hier. Brauchen wir mal Büroschlüssel für. Habe ich mal da ran? Ja, wir müssen einen Büroschlüssel haben. Ah, hier könnte er sein. Oh. Ah, hier drin. Ich kann leider das Gitter nicht kaputt tun. Da kommen wir auch irgendwie nicht rein. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie nach oben kommen. Hier kommen wir nicht raus. Ziemlich laut gerade. Ja. Gefällt mir ja überhaupt nicht. Warte mal, hier war auch noch was zum Lesen, ne? War hier was zum Lesen? Dann schauen wir mal. Ja genau, hier lesen wir. Flüssige Courage. An die neue Belegschaft. Damit ein reibungsloser Übergang vom ursprünglichen Besitzer auf das Personal von Miss Marquessa gewährleistet ist, sollen die folgenden wichtigen Informationen beachtet werden. Ja? Ach so, Entschuldigung. Das automatische Druckablasssystem unseres Dampfkessels funktioniert nicht. Also sind sämtliche Druckventile bis auf weiteres deaktiviert. Bitte schalten Sie die nicht wieder an. Dies würde ein extremes Sicherheitsrisiko für alle Personen im Gebäude darstellen. Sollte sich Druck im Tank aufbauen, lassen Sie ihn bitte manuell mit dem Hauptknopf ab. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was wir hier gemacht haben. Oh! Aua! Das haben sie aber toll gemacht. Ich bin besoffen. Ich auch. Ich bin total hacke. Ich muss raus hier. Oh Gott. Aber ich habe schon gesehen, da oben können wir... Leute. Also bitte nicht, Alter. Kein Alkohol. Nicht nachmachen, ne? Nicht nachmachen, das ist nicht gut.
Da oben ist ein Lederhaken. Haben Sie einen Lederhaken mit? Ich weiß nicht. Also ich gehe da hin in den Lederhaken. Dann gehen wir jetzt in den Lederhaken. Boah, die wackelt, ey. Ich komme mal mit. Aber leckeres Bier haben die. Da oben ist ein Lederhaken, da können wir reinleddern. Da sind sie, Lederhaken. Hallo? Ich versuche mal. Jemand zu Hause? Ist hier jemand? Jemand zu Hause? Gibt's noch einer? Nee, oder? Wir reden jetzt hier. Hier kann ich. Wo ist denn das Büro? Hier kann ich rein. Hier rein? Hier krabbeln. Du bist gerade durch Spinnenweben gelaufen. Ja, ich habe gesehen, diese Tasche nur, aber nicht die Tasche. Hallo? Warte mal, geh mal zurück, sind wir hier richtig? Hier nicht gut. Geh mal wieder zurück. Da hier rein. Hier geht runter. Ja, geh mal runter in die Büro. Ich spring mal im Bett, ne? Ja, mach mal im Bett. Er ist nicht runtergesprungen. Warte mal, hier kannst du mal mitnehmen, wenn ich ihn. Oh, hier sitzt er. Wo ist er denn? Da unten. Guck an der Leiche. Oh, boah. Ausnüchtern. Das brauchst du jetzt. Alter, bin ich besoffen. Ja, cool. Jetzt geht's aber wieder. Jetzt bin ich wieder nüchtern. Wir sind bereit zu lesen. Ja, ein Handschrift. Ein handschriftlicher Rundbrief. Hier oben bin ich sicher. Die kriegen mich nie. Ja, mein trauriges Shirt, in dem sie Maria so auf alles geklatscht haben, wofür ich so hart gearbeitet habe. Damit kommen sie nicht durch. Ich habe mit der jahrzehntelangen Erfahrung im Brauen und meiner lebenslangen Liebe zu Flüssigkeitsraketen, Gedönsgetrieb und Werken eine Waffe der Vergeltung gebaut. Ich habe keine Angst. Ich werde die nutzen. Ich setze sie ein. Ja. Hier ist. Warum? Oh, die Desert Eagle ist aber geil. Auf wen schießt du? Der ist ja schon lange tot. Ach so. Ich kann was einsammeln. Hier ist ein Schlüssel. Ja, der führt uns dann zu das andere Gebäude. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den schon eingesammelt. Da war aber noch was. Ja, hier ist ein Rage. Hier ist noch eine Kiste. Ich bin besoffen. Hier ist eine Kiste. Ich mach die mal auf. Ist das nicht unser Ding? Unser Ziel? Ja! Ja, hier flüssig. Entschuldigung. Alter. Ein Raketenwerfer. Aber wir müssen da unten in die Tür noch rein. Dann. Ja, weißt du wo? Nee, dann nicht rein, raus. Raus? Raus, damit wir wieder rauskommen. Ist das hier? Ja, wir kommen ja sonst nicht raus. Ich komme ja auch nicht raus. Warte mal. Ich komme nicht raus. Doch, hier rüber hüpfen. Sehen Sie, jetzt kann ich den Schlüssel benutzen. Aber hier kann man auch rumkrabbeln. Kommen Sie! Kann ich krabbeln? Ich bin doch. Hallo hier. Was denn? Kommen Sie doch. Sind Sie schon draußen? Ja, sehr. Okay, dann gehen wir mal raus. Hier. Da, oh, leckeres Bierchen, ne? Ein Bierchen ist cool und Malz. War lecker. Oh, so viel Malz. Oh. Aber ich möchte trotzdem raus. Ja, lass uns die Gerste hier wegscheißen. Ich meine. Okay. Uiuiuiui. Leute. War schon heftig, ne? Aber lecker war's. Boah. Stinke wie eine Kneipe. Ich geh mal hier an der Seite. Wie eine Brauerei stink ich. Guck mal, hier ist Wasser, hier können wir den Kopf mal in wir können angeln, aber ich wollte mal hier einmal wieder sauber werden. Oh. Warte mal. So ein kühles Nass macht einen ganz schnell wieder nüchtern, ne? Jetzt bin ich wieder frisch und fit. Aber lecker war's. Absolut. Oh, gucken Sie also mal da hinten. Oh, schnell. Lassen, die nehmen wir noch mit. Ganz schön. Aber die Desert Eagle ist ja aber mega geil. Mhm. Drei Schüsse und die sind weg vom Fenster. Ja. So, die Kiste nehmen wir noch mit. Och. Nehmen Sie. Ja, ich sicher Sie. Auf einmal ist die da, ne? Ist aber toll. Da.
Kiste haben wir. Wann haben wir alles gekriegt? Nix oder was? Supremo, Schießpulver, Impuls. Geistpulver. Das war's? Supremo Kleber. Hm. Ja, Leute. Das war's. Jetzt gucken wir noch einmal auf die Karte, Leute. Wir gucken mal. Also, das haben wir geschafft. Also, fliegen ist hier nicht möglich. Das heißt, wir müssen in der nächsten Mission, würde ich mal so sagen, diese Flugabwehr. Wir können die auch machen. Eben off machen. Wir können die auch eben off machen, das stimmt. Und dann können wir hier mit. Aber wir können ja dann, hier eh kein Flugzeug holen. Nee, das stimmt. Oder? Und dann wird die nächste der wahre Yajarana. Dann Okudas Triada Relikt. Wo ist der denn? Unterhalb. Ach so, da unten. Ja, da sind dann noch ein paar, ne? Dann haben wir hier. Wir können aber auch locker mit dem Auto mal hier lang fahren. Ja. Aber wir gucken einfach mal. Also Leute, das war die nächste Schatzsuche. Genau. Eine hochprozentige. Genau. Also macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.